Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Ender Games. Wir spielen heute mit Osaf zusammen und haben kein Kit in der Lobby auswählen können, aber wir nehmen natürlich trotzdem auf, so gut wie wir sind. Wie heißt du? Warte. Perkal. Ich heiße Lumi2Me oder so. Und Okay, also ich bin das Crafter-Kit Mordado, ja, ne? ich bin die Katze. Und ich habe das Gefühl, dieser Server leckt ein bisschen arg. Oh ja. Weil gestern hat er auch schon richtig extrem gelaggt. Ich hoffe, das beruhigt sich irgendwie. Sonst müssen wir mit Lag Oh, spielen. Mordado! Ja? Alter! Oh, ich glaube, da hat er den dicken Loot gefunden. Wir spielen natürlich nicht im Team, wir töten uns nur zufällig gegenseitig nicht oder ja, werfen uns zufällig Items zu, das kann manchmal passieren, das ist alles nicht gewollt. Was auch immer hier passiert, wir sind kein Team. Mordado, nein! Ich habe das Crafter-Kit und niemand kann meine Workbench Ja, abbauen. das ist Crafter-Kit wurde auch ein bisschen verbessert mit dem letzten Patch. Es hat jetzt mehr Items am Start. Was hat Und das denn? Sticks, ja, ich habe schon Du gesehen. hast eine Workbench und Sticks und was noch? Weiß ich nicht. Ich Ich kann habe das Holz Leder, nicht kann das abbauen, sein? weil es so laggt, Ursaft. Was ist an Ja. Leder am Start? Ich glaube, das hatte es schon davor. Ich bin mir aber nicht sicher. Was? Ich War ja glaube, es voll hatte immer OP, das vier Kit. Leder. Es hatte vier Leder, eine Workbench und Sticks damals. War das Kit ja immer voll OP? Ja, richtig OP, Leder. Das kann sich nicht jeder leisten. Ich glaube, ich sterbe jetzt direkt am Anfang, Ursaft. Oh nee, nicht mal. Also, wie hieß du? Weiß ich nicht, Pacallo? Irgendwas mit P? Nee, bei mir ist nur Nico. Du bist nicht Nico, oder? Nee. Ja, gut, dann bist du das nicht. Ja, oder Nico kommt zu mir, Ursaft. Ich habe Angst vor Nico. Weil er so laggt. Ich glaube, Nico tötet mich, Ursaft. Ich will nicht von Nico getötet werden. Oh, ich wurde geswitcht. Es laggt. Es laggt. Nick. Ich hab ihn gekillt. Okay. Fuck Ich. LP. Das Fuck warst nicht LP. du, oder? Nee, nee, ich leck hier im Boden rum. Oh Gott, ich will nicht mehr laggen. Ich will hier weg. Ich will raus. Raus aus der Lagfalle. Hä? Was ist falsch mit diesem Server? Oh, ich bin draußen. Gott sei Dank. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Sind das wirklich die Ender Games? Ich steck im Boden. Ja, ist mir gerade eben auch passiert, weil so laggt. Ich glaube, wir können die Ender Games wegen den Lags gerade nicht spielen. Nein, Oder nein, das gerade deswegen. passt. Dann ist es glückabhängig, ob man jemanden tötet. Man muss gar keinen Skill mehr haben, Ursaft. Das ist doch perfekt, oder? Das ist für mich gut. Ja, für mich Ich habe schon auch. jemanden getötet, Mardado. Oh. Aber oh, okay. Oh Gott, das Pferd. Oh nein, das Ritterkit und auch noch Lex. Okay. Ich bin tot. Du warst Perkal. Warte, ich Ja. richtig. Ich suche den Cookie Master, der hat dich getötet, oder? Wie hieß er? Cookie Cookie Craft Crafter LP. Den LP. kriegst du nicht, Mordado. Doch, doch, den Cookie Crafter, den werde Ich ich meine, töten. es laggt und dazu. Hier, dazu noch das Pferdekit. Was auch schon überhaupt nicht Oh rumgeht. nee, Nein, nein. der hat das Schinken-Kit. Der hat das Schinken-Kit. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich den besiegen kann. Oh, ich hab's geschafft. Ich musste einfach seinen Buff abwarten. Und dann drauf losgehen, Ursaft. Ich habe ein Schinken-Kit besiegt. So, wo ist der Cookie Crafter LP? Kann ich respawnen? Oh, nee. Was, du kannst nicht spectaten? Nee. Warum? Ach nee, das ist richtig ärgerlich. Ausgegraut. Vielleicht ist ja nicht nur diese Lobby. Dann beende ich jetzt erstmal hier Dingensens. Du kannst ja nochmal rausgehen und wieder reingehen und nachjoinen über die Freundesliste, Ursaft. Ja, ich versuch's gerade. Den kannst du nicht ghosten, aber du kannst da sein. Ah, das ist Oscar, den bin ich Geilo. auch nicht. Irgendwie, ich find deinen Feind nicht, Ursaft. Oh, I. Oh, ein Ja, Kairo. der ist auch auf dem Pferd oder vielleicht schon tot. Ich weiß es nicht. Ich habe Demast. Nee, ich weiß nicht mal, wen ich getötet habe. Nee, er lebt gar nicht mehr. Och nein. Ich wollte doch Ursaft rächen. Ich wollte ihn rächen. Nächster Spieler da hinten. Eisenbrustpanzer. Haben wir auch das. Kann das ausziehen, dass da. Nee, da ist Smite drauf. Das hätte mich schon gewundert. Mit Sharpness wäre es auch einfach zu schön gewesen, muss man sagen. Und ist ein Spieler bei mir? Ach, es ist so laggy. Ist es der letzte Spieler?
Bist du gerade am Spectaten? Nee, bin ich nicht. Du bist noch in der Liste. Was? Ich bin schon rausgeflogen. Oh. Und auf den Server kommst du auch nicht mehr? Nee, gerade bin ich einfach nicht auf dem Server. Aber du kannst auf dem Server drauf und über die Freundesliste her. Guck, da ist OSAFT online. Sieht man in meiner Freundesliste. Yo. Audado. Zum Freund springen. Naja, ich sterb jetzt dann. Warte, ich kämpfe jetzt gegen den Typen hier und sterb dabei. Da ist er. Oh, ich bin nicht gestorben, OSAFT. Ich habe überlebt. Alter, GG. Dankeschön. GG. GG. So. Ich trinke das einfach mal zur Sicherheit. Ich habe doch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber vergiss den Diamanthelm nicht, ne? Oh, ich habe Diamanthelm. Da hast du ihn. GG, nochmal. GG. Alles Gute zum Diamanthelm. Ja, Jorge. Jorge. Da ist ein Spieler! Oh Gott! Okay. Ich bekämpfe den. Wie heißt der? Ich muss seinen Namen wissen, um ihn besiegen zu können. Oh, oh. Ich habe ihn besiegt. Oh Gott, es lebt noch einer. Ursaf, das ist mir alles hier viel zu durcheinander und zu schnell. Sharpness, das ist besser. Oh ne, ich habe einen Screenshot mit irgendwas gemacht. Habe ich auch auf dieser Taste neben Shift. Diese zwei Pfeile. Da habe ich warum auch immer eine Screenshot-Taste. Okay. So, verbrennen wir das Zeug. Da war nichts dabei. Da ist auch nichts. Wir wollen ja nicht, dass der Feind irgendwas bekommt, deswegen verschwenden wir die Sachen. Und ärmere Leute würden sich natürlich darüber freuen, aber das ist uns egal. Wir sind asozial und gemein. Ah, und die Hose kann ich noch anziehen. Und das kann ich wegwerfen. Und die da kann ich dann verbrennen. Oh, ich kann so verschwenderisch sein. So, und jetzt können wir uns noch mal was Schönes craften. Kann ich mir irgendwas Schönes craften? Das hatte Sharpness. Da sind Äpfel. Ich glaube, ich kann mir Goldäpfel machen. Muss ich aber davor den Fisch essen, weil Goldäpfel machen eigentlich satt. Das harmoniert nicht so mit meinem Katzenkit, OSAFT. Als Katze muss man ja immer Hunger haben. Nee. Ja. Und dann brauche ich noch. Oh, guck mal, ich habe einen Schinken. Gibt der mir Buffs? Nö. Oh, jetzt habe ich keinen Hunger für den Kampf. Ach, das war nicht so intelliklug, muss ich sagen. Rennen wir ein bisschen weg, bis wir Hunger haben. Und dann stürzen wir uns in den Kampf. Ach, ich habe wieder Hunger. Wir müssen nicht warten. Hoffen wir, dass der Gegner nicht allzu gute Sachen hat. Und stürzen uns in den Kampf gegen das, ich weiß nicht, was es ist, Kit, was sich im Dschungel aufhält. Warum hält man sich im Dschungel auf? Wellmann, genau. Wellmann des Effenkit ist. Das Effenkit, Mordado. Es gibt das Effenkit. Das Effenkit. Warum gibt es sowas eigentlich nicht? Ich weiß es nicht. Es gibt doch das Känguru. Das reicht doch. Ja, aber Affen wären nicht verkehrt. Och nee. Sag bloß, das ist ein Ungeheuer. Ich glaube, ich kämpfe gegen Ungeheuer, OSAFT. Das ist das. Ja, ich meine, das hat auch ein ungespielt Skin, Mordado. Ja, das ist der echte Unge. Nein, Unge, bitte genau. Nicht. Bitte nicht, echter Unge. Nico Tiger Crafter. Ist es echt ein Ungeheuer? Das finde ich jetzt aber nervig. Ah, es hat ein Schwert. Es ist kein Ungeheuer. Es hat nur so getan. Und da packt es wieder den Bogen aus. Aber ich habe den Pfeil gedodged. Woo! Oh, dann der Server laggt richtig. Ja! So macht der Spaß. Ja. Hab ihn. Okay. Das hast du aber trotzdem gewonnen? Ja, ja. Keine Ahnung. Irgendwie. Was ich musste noch GG schreiben, Audado. Aber ich schreibe nie GG. Mensch. Weil das einfach immer alle Leute machen. Oh Gott, da klingelt mein Telefon. Oh Gott. Moment. Also ich sag schon mal tschüss. Was, spielen wir nicht noch eine Runde? Ja, gleich. Okay, bis gleich, OSAFT. Ich schreibe nie GG, weil ich schreibe einfach immer alle Leute zu richtig unpassenden Situationen. Wenn ich jetzt eine volle Diamantrüstung habe und jemanden töte, der einfach keine Rüstung hat und ein Holzschwert, dann ist das nicht GG. Dann war das kein ausgeglichenes Match. Und hier war es okay, hier war es ja halbwegs ausgeglichen, auch wenn es nicht mal knapp war. Aber das, okay, GG schreibt, da bin ich wieder. Obwohl man total überlegen war, ich habe eine Diamantrüstung, der hat einfach nichts, dann ist es eher verspotten als irgendwas anderes. Deswegen schreibe ich nie GG. Hallo OSAFT. In LoL darf man das. In LoL darf man immer GG schreiben. Da muss man das. Ja.
Oh Gott, ich rede nur noch über LOL, habe ich das Gefühl. Ja, Osaf hat sich verändert, seitdem er LOL spielt. Bist du in der Lobby? Nee. Okay, kannst du mir nachspringen? Stimmt. Ach, ich bin ja bestimmt nicht mehr in der Party gewesen. Oh, wollen wir den Doppel-Eisen-Golem machen, Osaf? Den Double Iron Golem? Ja. Ja, klar. Mit dem Eisengolem kann man Leute hochheben, 4 Sekunden lang und dann werfen. Und ja, dafür hat man einen dauerhaften Slowness-Effekt, was jetzt nicht so geil ist, aber man kann ja nicht alles im Leben haben. Wie heißt du, Osaft? Moment. Ich heiße Clone01. Ich heiße Damham. Ich stehe am Spawn, hinter dem Spawn an der Lava. Oh. Okay. Aha, ich bin rechts von dir. Hallo. Hallo. Oh, du bist sieht ganz schön cool aus, muss ich sagen. Was hier. Bist du? Ich weiß es nicht. Was bin ich? Irgendwie was Lilanes mit einem Wollpullover. Cool. Ja. Du hast einen gelben Wollpullover. Oh. Oder orange. Oh, ich habe den Start verpasst. Oh, guck mal, wir haben einen Eisenhelm am Anfang. Oh, ich habe jemanden auf dem Kopf. Den kannst du... Nein, nein, nein. Ich habe jemanden einfach weggeschmissen. Ach, das kann man auch am Anfang. Guck mal, Master LP, ja. Weg mit dir. Oh Gott, ich wollte eigentlich eine Kiste öffnen und habe jemanden hochgehoben. Funktioniert meine Aufnahme überhaupt noch? Ja, funktioniert sie. Kein Problem. Ich stell dir mal vor, Mann, wie OP das einfach ist eigentlich, wenn du am Anfang einfach alle Leute wegwirfst. Ja, ich weiß nicht. Wird man das so gut hinbekommen? Ich glaube nämlich dann nicht. Dann crafte ich mir jetzt erstmal ein Schwert. Oh. Was? Ich habe gedacht, das wäre Geschwindigkeit. Ich habe mir gerade einen Slowness-Trank auf mich draufgeworfen. Ah, nee, ich habe einen Speed-Trank auf mich draufgeworfen. Oh, nee, Mann, weißt du, guck mal, da kommt schon so ein richtiger Killer-Bro und klaut meine Werkbank. Ach, immer der Killer-Bro. Warum? Ja, das muss ich auch sagen. Das, finde ich, sind richtig asoziale Menschen in den Ender-Games. Ich hasse nichts mehr als das, wenn man nicht mal in Ruhe craften kann. Jetzt baue ich dem auch seine blöde Werkbank ab, du. Oh. Mensch. Naja, es ist eine Taktik, aber man sollte doch wenigstens. Das ist doch keine Taktik, das ist einfach nur asozial und gemein. Man sollte wenigstens craften können in den Ender Games. Oh, jetzt bin ich tot. Nein, Osaft, wo bist du? Ja. Bist du schon tot? Ja. Ach nein. Mann, heute ist irgendwie ein trauriger Warte, Tag. Ich kämpfe gegen den nächsten Spieler und stirb an ihm. Warte. Hier. Ah, weg mit dir. Oh, ich kann ihn sogar töten, das ist traurig. Ich wollte mich eigentlich umbringen. Ja, GG, Maudato, GG. GG, muss man nach jedem Kill in den Chat schreiben. Oder wenn man getötet wurde, kann es der andere gar nicht lesen. Immer nach jedem Hit am besten noch. Ja, nee. Ja, das wäre eine Challenge, du. Die GG-Challenge, Osaf. Ja, immer GG schreiben. Das macht dann auch bestimmt Spaß. So, schmeiß ich mal alles weg. Oh, ich kann mir eine Workbench craften. Cool. Oh, ich habe die Workbench verloren. Oh, da ist ein Pferd. Da war ein... Hä? Ach so, ich wurde mit einem Ritter getauscht. Ich hatte gerade irgendwie Angst, muss ich zugeben. Ah, loot mir die... Ach, in der Kiste ist nichts mehr drin. Hallo, Spieler da vorne. Dieses Kit. Es ist doch irgendwie witzig, muss ich sagen, Ursaf. Das man wirft die Leute hoch und man wirft sie weg und dann sind sie tot. Hast du halt jemanden damit getötet mit dem Wurf? Ja, ich hab ihn hochgenommen, in die Luft geschlagen und dann, als er runterkam, noch einmal draufgehauen. Hallo? Hallo, komm her! Oh, der will nicht. Der will nicht hochgehoben werden. Oh, ich kann ihn in die Lava schubsen. Hallo, komm her, ich bin hinter dir. Hallo. Nicht den Speedblock nehmen. Ich bin doch schon so langsam. Na. Oh. GG. Dieses Kit ist doch lustig. Ist irgendwie schade, dass wir nicht gleichzeitig leben. Ach man. Ich hätte gern was mit dir erlebt. Aber heute. Ja, vielleicht wird's irgendwann anders. Ja, irgendwann. Irgendwann, irgendwann wird's. Zusammen. Schaffen wir es gemeinsam, Maudato. Irgendwann. Das cool. Auf diesen Moment freue ich mich. So, das brauchen wir nicht. Schmeiß mal alles weg. Habe ich irgendwas zum Anzünden? Nö. Aber ich kann mir ein Feuerzeug craften, Ursaft. Das habe ich noch nie gemacht. Oh. Erstmal Eisen verlieren. Oh, da ist jemand mit einem Diamantbrustpanzer. Kommt, den kann ich nicht besiegen. Den kann ich einfach nicht in der Theorie besiegen. Ja, wusste ich doch, dass ich den nicht besiegen kann.
Okay, okay, Osaf. Wir versuchen es. Wollen wir es nochmal versuchen? Yes, einmal. Einmal noch. Versuchen wir es noch. Hab. Ja, ich habe doch slash hub gemacht. Wo bin ich gelandet? Gelandet. Hä? Das ist jetzt nicht der Hub. Osaf? Ja? Ich bin nicht im Hub. Okay. Ich bin in, glaube ich, Rage oder so gelandet. Okay. Sehr schön. Und da du bist nun offline. Such eine Lobby aus. Ich join dich hinterher. Erstmal zu den Ender Games. Nicht Lobby. Komm ich zu den Spielen? Ach, da. So, Ender Games. Oh, na. Dann gehen wir. Nein, das war die Party. Upsi. Hier rein. Zum Freund sprechen. Ich hätte gerne nochmal den Eisengolem, Maudado. Wollen wir es nochmal probieren? Ja, ich schmeiß diesmal alle Leute am Anfang von den Kisten weg. Dann musst du aber 22 Leute wegschmeißen, Rosaft. Wie heißt du? Ich bin Comic Guy. Ich bin Coco 113. Warte, Coco 113. An den Spawn, ganz hinter dir, bei der Lava. Ach, Maudado geht immer zu Lava. Ich renne doch immer geradeaus, Maudado. Oh, hallo Comic hier. Guy. Du Coco. Hast einen Steve-Skin. Oh, aber eine abgespacede Version davon. Du hast hübsche Augenbrauen, Ursaft. Warte, ich mach den Screenshot sogar. Warte. Oh. Da. Schau sie dir an. Das sind ja echt geilo Brauen. Okay, die gefallen mir. Damit kann ich mich identifizieren. So. Kann man die jetzt schon? Nee, kann man noch nicht. Oh, ich bin sogar hier, rechts von dir. Falls du nicht gerade geswitcht wurdest. Ich schmeiß dich gleich einfach weg. Nein, nicht mich. Nimm alle anderen, aber nicht mich. Guck mal, der brennt sogar. Der ist in Flammen. Der brennt schon vor Freude geworfen zu werden. Oder brennt er nur bei mir? Nee, bei mir brennt er auch noch. Ah, ich habe auch überhaupt gar keine Geräusche. Osa fällt mir gerade auf, weil ich das für eine Adventure-Map noch anders eingestellt hatte. Oh, Gott, Maudado! Du hast was bekommen? Ich habe richtig dickes Loot. Richtig dicken Loot. Hast du ihn auch wirklich bekommen oder hat er sich weggeleckt? Nee, ich hab wirklich bekommen. Okay, weil ich hatte gerade eben auch ein paar Sachen und die haben sich einfach weggeleckt. Das war nicht so lustig. Oh, ich hab richtig dicken Loot, Ursaft. Du leckst mal wieder oder legge ich? Ja, ich glaube, ich legge. Ich hab einen 60er Ping. Warum legge ich? Ich mach doch gar nichts. Leckst. Ach, ich will nicht laggen. Also, sag ich dann mal. Alter, da hat jemand mir meine Sachen da klaut mir jemand mein Holz. Alter, ich hasse diesen Typen. Ich meine, ich lagge und dann klaut er mir noch mein Holz. Und jetzt verfolgt er mich. Nein. Heute ist einfach so ein Tag, an dem nichts zu sein, so wie es ist. Geh weg! Nein, dann tötet mich gleich ein Zielsucher direkt am Anfang. Was ist das? Hört auf! Geht weg von mir! Nicht töten! Warum schlägst du mich? Warum wirfst du den auf mich? Warum ist da noch einer? Warum muss ich sterben? Nein! Nein! Hast du den auf mich geworfen? Ich hab den Switcher geworfen. Was? Du hast mich umgebracht. Ich leck so richtig. Ich verstehe dich einfach kein bisschen. Ah, es beruhigt mich. Aber ich weiß, dass du glücklich bist. Ja, weil du mich getötet hast, Ursa. Oh, es geht wieder. Hallo, ja, Maudado. Ja. Dankeschön. Ja, dann schauen wir jetzt Osaf zu, wie er die Leute wirft. Hab ihn gekillt. GG. GG. Oh Gott, das sind verrückte Ender Games. Ach, das war gerade eine richtig schöne Aktion von mir, Mautan. Yeah. Weißt du, ich hab dich geopfert, damit ich leben kann. Da liegt noch ein bisschen was im Wasser, Osaf. Ein Kompass und ein Brustpanzer. Den brauche ich nicht. Oh. Ey, warte, ich wollte mir gerade irgendwas Cooles craften. Wenn du jemanden tötest, musst du schon seine Sachen verwenden, Osaf. Sonst ist er umsonst gestorben. Ey, ich verwende doch sein Eisen. Und was ist mit seinem Brustpanzer? Wo ist denn der? Da, guck. Ja. Aus Leder. Edlem Leder.
Warte, hab ich noch irgendwas? Lecker. So, wo ist denn der nächste Enemy? Albo. Oh. Da wurde geswitcht. Ja gut, jetzt will ich aber auch, dass du gewinnst, wenn du mir mein Leben verpasst. Ja, mach ich. Auch wenn du wieder bei mir leckst. Aber diesmal leck ich nicht auf den TS. Der hat mich, glaube ich, getötet. Warte, wo ist... Ich muss herausfinden... Hab ihn! Sehr gut. Ich muss herausfinden, wer das am Anfang war. Ob ich mich noch dran erinnere, weil der Typ... Nee, der ist tot. Gott sei Dank. Der hat nämlich das Leben in den Ender Games nicht verdient. Hey, wo ist denn sein Dia-Schwert? Liegt es da ganz unten? Nö. Oh nee, ich hab's weggeschmissen. Pass auf, dass du nicht ertrinkst. Oh nee. Vielleicht kommt ein Typ. Wow. Hast du gerade einen Kompass weggeworfen? Nee, die Enderperle. So aus, als hättest du einen Kompass rausgeworfen. Ja, ich hab meinen Kompass weggeworfen. Ja, den braucht man auch nicht. Ist ja nur das Wichtigste in den Ender Games. Naja, das Schwert ist vielleicht ein bisschen wichtiger. Oh. Oh, das ist eine schöne Stelle. Da kann ich craften. So, dann crafte ich mir jetzt mal den Shit. Hast du den Crafting Table neben den Crafting Table gestellt? Oder ja, ja. Mal? Okay. Da hinten steht noch ein Crafting Table. Ja, egal. Ich habe meine eigenen Sachen, Maudado. Ich benutze ungern fremdes Eigentum. Ja, Fremdcraften ist jetzt auch nicht so meins. Guck mal, dann nehmen wir die wieder mit. So, dann nur einen. Komm, den anderen lassen wir für andere Fremdcrafter. Leck ich jetzt oder leckt Ursaft? Bestimmt. Jetzt leckst du. Du hast einen 25% Paketverlust und ich habe 0. Oh Mann. Tja, Ursaft. Oder soll ich sagen, Koku 113? Oh, ich hab das Schwein! Er kann Tiere aufheben, Maudado. Ja. Ist ja auch wichtig. Dann kannst du auch Chamäleons aufheben. Oh, ein hübscher Diamanthut. Guck mal. Junge! Machst du sehr gut. Action war da, du weißt. Ich fühle mich gerade hier richtig, richtig actionmäßig, wie so ein Actionheld. Irgendwie passiert aber nichts. Ich weiß. Könntest Lava platzieren und rüberspringen. War zu gefährlich, Maudado. Ja, aber Actionhelden machen mal was Gefährliches. Aber da doch nichts so Gefährliches. Ja, einen kleinen Sprung über Lava. Was kann das sein? Du siehst diesen Schlund vor mir, ja, oder? Ja, ich sehe den Schlund. Warte, erstmal muss ich natürlich hier rohes Fleisch essen. Das ist auch gefährlich. Hier, gefährlich, ja. Sag ich ja nur. Dann, oh, da bin ich eingefallen. Guck, war das nicht gefährlich? Ja, was? Downloadest Steam gerade irgendwas oder warum leckst du so? Nee, keine Ahnung. Ich oder weiß es nicht. Nee. Dürfte nicht. Du hast vorhin auch so heftig geleckt. Ja, wahrscheinlich spinnt einfach unser Internet. Oder der TS. Da hat er die Milch liegen lassen. Er wieder hier mich DDoS. Oh, nee. Ja, ich DDoS gerade Ursaft, damit er stirbt. Weil ich auch gestorben bin, weil er mich umgebracht hat. Oder liegt eine Diamanthose, Ursaft. Und ein Diamantpasspasser. Ja, ich seh's. Gehört, da hat anscheinend jemand seine Dinge verloren. Ja, hat er sie liegen lassen. Mensch, so. Oh Gott, das heißt, er hat es weggeworfen, ne? Nee, vielleicht hat er jemanden gerade getötet und wurde mit dir geswitcht. Nee, hat er nicht. Nicht? Warte, Chat. X-Tom wurde von Tüdüdü getötet. Doch, kann doch sein. Nee, X-1-Tom wurde von Matto 12. Nee, ich glaube nicht. 4 Spieler verbleibend. 4? Was? Immer noch so viele? Ja, guck doch, ein Tabulator. Ich dachte, ich wäre alleine. Nö. Du musst dich behaupten. Ein Glück. Hat schon Angst. Was für Schuhe hast du? Ich sehe sie nicht, sie sind nicht geladen. Eisen. Heißt ansonsten volle Diamantausrüstung? Genau. Das ist ganz aber ich werde trotzdem verlieren, du kennst mich, glaube ich. Du gewinnst das. Vor allem der andere hat hier nur Goldrüstung. Warte, ich guck mal, was die anderen haben. Falls sie denn laden. Das ist immer so eine Sache. Oh, okay, es laggt bei mir wieder der Server. Oh, warte. Der hat einen Goldbrustpanzer, das ist schon mal nicht so gut. Hier. Der hat auch einen Ursaft, du bist echt am besten equipped. Oh, ja gut, ich verliere trotzdem. Nee. Glaub an dich, Ursaft. Du musst deinen Traum leben. Okay. Ich hole mir jetzt extra... Dann wird er wahr.
Warum laufen die denn alle weg? Sind die irgendwie blöd? Ich glaube, du wirst einfach immer weit weg geportet. Da ist er. Oh. Oh, guck mal. Diamantschuhe, das brauchst du noch. Oh, perfekt. Zieh die Diamantschuhe an. Okay. Damit mein Outfit komplett ist. Ja. Oh, oh nee. Saft. Trendy. Full Deer. Ah, leider sehe ich es nicht. Irgendwie, ich weiß nicht, was für ein Bug das ist, dass die Rüstung nicht laden. Erst wenn man den Gegner anschlägt. Oh, guck mal, jetzt liegt der andere im Wasser. Ach, Mann. Aber ich habe die Schuhe immerhin. Ja, mehr hast du ja auch nicht gebraucht, oder? Ach, jetzt bist du wieder am Ende der Welt. Jetzt bin ich wieder... Oh, nee. Ich ja, will nicht. Die Endergames meint es nicht gut mit dir. Es leben nur noch zwei andere. Ja, gut. Einen habe ich auch getötet. Stimmt, das habe ich schon wieder verdrängt. Oh, da kann sich was craften. Der ist mittlerweile full Iron, Osaf. Du hast den besten Moment verpasst, muss man sagen. Ja. Du musst ja mal weggeswitcht. Ich erklimme jetzt einfach die Berge. Oh, da vorne rennt er auf der Ebene. Du schaffst das, Osaf. Das ist ein Eisenguter, man schmeißt mich jetzt einfach runter. Ja, aber du bist da Eisenguter. Aber ich würde ihn an deiner Stelle nicht weg von dir schmeißen. Einfach nach oben. Oh, perfekt. Siehst du? Habe ich ihn gekombot, Mann? Den hast du richtig gekombot, auch wenn es bei mir so geleckt hat, dieser Server, dass ich es nicht gesehen habe. Du hast ihn richtig gekombot. Oh, der hat ein verzaubertes Schwert. Warte, ich kann auch mein Schwert verzaubern. Oh nein! Oh nein, du wurdest geswitcht. Renn schnell zu ihm hin. Nee, ich habe ein Schwert. Ist Smite gut? Nee, Smite bringt im PvP überhaupt nichts. Okay. Das ist gut gegen Zombies. Das erinnert mich an LOL. Da ist er stark. Gegen Monster. Ja, auch hier ist es ja auch stark. Gegen Monster. Ach, Mann. Oh, da hat ihr, kriegt er jetzt natürlich das Equip-Ursaft. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ah ja, ich laufe ja schon. Du schaffst das. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Oh Gott, Osaf gewinnt die Endergames. Nee, gewinne ich nicht. Ich laufe die ganze Zeit nur in diesen blöden Endergames. Vor allem als Eisengolem noch langsamer. Oh, warte, ich sollte mal was essen. Ich sterbe hier gleich. Jetzt geht alles wieder. Und vor allem, jetzt ist es doch dunkel, Maudade, und ich sehe doch nichts. Oh, ich muss mal Brightness hochmachen. Mach ich auch mal. Jetzt sehe ich auch was. Aus. Ich habe nämlich hier Brightness auf Moody gehabt. Oh, rennt er weg oder kommst du näher? Ich sehe ihn ja nicht. Ah, der kommt näher. Ja, immerhin etwas. Du hast keinen Goldapfel oder sowas, oder? Nö. Da kommt oder ihn. GG. Da hat Osaf gewonnen. Das war jetzt irgendwie ernüchternd. Warum? Weil ich den so schnell getötet habe. Ja. Ich hatte einfach hochgeworfen. Ich muss sagen, der Eisengolem ist richtig stark. Früher konnte man die, glaube ich, nicht senkrecht nach oben werfen, die Gegner. Das, wird jetzt das ist total OP. Ja, das senkrecht nach oben werfen ist richtig stark. Ach. Ja gut, das waren die Endergames. Eine extrem lange Runde. Also mehrere Runden. Jetzt 28, 30 Minuten Part, Osaf. Ja, EZ. Okay, schaut bei Osa vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschüss, warum auch immer ich jetzt in einer Survival Games Lobby bin.